Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Führer. Und nimmst du deine Waffe mit? Ja, du kannst dann aufhören. Natürlich nimmst du deine Waffe nicht mit, wie so oft. Ne? Ja, ich will natürlich gewappnet sein. So, dann hier im Lager. Übrigens, ich konnte es von da sehen, wie wir hier lang geritten. Danke Kino-Modus, ne, und so. Naja, haben wir hier unseren nächsten Freund schon, ne? Howdy, Partner. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation, too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were you? Used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Or get out of here and stop wasting my time. All right. Shovel your damn shit. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Boy, they scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butchered folks. I burned folks alive. Buried folks alive. One time, I... Yeah, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs, and no hands. Hell! That stinks! Okay, I cleaned up your mess. Go on. Tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something. Anything. You're making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time. You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals, got this farm. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Okay. You walk away. Sorry. Ach du Scheiße. There you go. No. No. No! You did not! Ach, Kraft! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty.
You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Tja. Doof gelaufen. Ne, schon doch, weg, Revolver. Ich will den Revolver nehmen. Oh, L1 Zips. Na gut, sollen wir noch ein Foto machen? Tipp, Kamera. Wow. Kann ich jetzt schon mal sehr gut. Oder? Dreh ich um. Erledigt. So, komm mal her, Pferd. Wir haben sogar Gold bekommen. Da sein Farm in Schweinemist versinkt, kämpft er mit Gegnern einen Revolver im Ruhestand ein letztes Duell. Tja. Let's get. Yep, yep. Schöne Scheißdusche. Na, mit die Pistole haben wir auch noch. Sehr schön. Chevrolet Revolver haben wir den, glaube ich, auch hier noch. Dann soll jetzt noch sein Revolver jetzt hier haben, ne? Mitty Pistol, Ranger Revolver, aber haben wir noch hier. Sehr schön. So, wie sieht's mit den Schweinchen hier aus? Appetitgewehr. Ja, ist ja gut. Ich will doch gar keinen. Scheißegal hier. Und die haben gehört, dann lassen sie einfach mal in Ruhe, die Schweinchen. Hey, boy. Oh, der hat ja noch eine Hütte, stimmt ja. Gucken wir uns einfach mal seine Hütte an. Na, ist klar, warum man die Waffe jetzt plötzlich am Pferd klebte. Eintreten. Zack. Sieht aber sehr bescheiden, der Mann. Muss man mal sagen. Ist ja gar nichts hier. Noch ein bisschen Dosengemüse. Eine Mundharmonika, oh hey. Gut, dass ich hier lang gegangen bin. Aber sonst ist echt gar nichts. Wow. Man hat auch seine besten Zeiten hinter sich, ne? Come on now, boy. Naja, gut. So, wir haben die Mutter Monika. Und sagen, wir reisen jetzt mal hier so hin. Na. Wäre natürlich schön, wenn wir eine schnelle Reisefunktion hätten. Einfacher, ich nehme mal für die Bahnstrecke. Das sollte ja irgendwas sein. Ah, hier dafür. Ach, hier sind wir, okay. Mal ein bisschen Poker spielen. Aber nee, danke. Ich muss mal mehr Premium-Zigaretten holen uns heute. Ich habe jetzt noch einen. Ist so eine Dutch-Mission? Eine Dutch-Mission? Achso, weil wir jetzt wahrscheinlich rausgegangen sind aus dem Lager. Okay, Dutch van der Leyen, van der Linde. Wenn es richtig spricht, ne? Van der Linde. So. Oh. Ja, war ja klar, dass jetzt genau da ein Zug vorbeikommen muss. Wenn ich lang will. War irgendwie klar, ne?
speichern, by the way. Speichere ja mal so selten. Na, für die Mission hier. Zack, jawohl. Ich will überschreiben, danke. 52,2% vom Spiel haben wir schon geschafft. Ich werde uns ja noch mal die Story gemacht haben. Schwert. Ist nun zu. Siehst du? Ja, alles gut, Pferd. Jetzt können wir weiter reiten. Ja, die Route werde ich wahrscheinlich auch reiten, wenn ich dann diese Mission mache von Van Horst, wie es nochmal hieß, nach Blackwater. Wie ist das nochmal? Von Horst muss ja irgendwie 17 Minuten oder so. Von hier. Da bin ich einfach hier. Direkt hier über die. Über den Fluss drüber. Also das hinter das. Einfach quer hier durchschreiten. Hier auf die Linie. Hier rüber. Und dann ist die einzige Möglichkeit, wo ihr durch könnt. Hier. Ohne was dazu bringen. Da musst du hier einmal außenrum bis dann reiten. Ist zwar an sich. Ich finde super ätzend, aber. Ihr habt ja noch einen Weg, wie ihr eure Aufgabe erfüllt. Und die Frage ist, was denn noch alles kommen wird. Wenn es gut wird. Ich bin doch noch relativ langsam unterwegs. Jetzt kann man ein bisschen schneller reiten hier. Sehr schön. So, aber jetzt sind wir den Weg, würde ich sagen, ne? Ja, kann man machen. Obwohl, ne, wenn ich das sehe, können wir weiter der Zuglinie folgen. Lass sich dann nochmal kreuzen, weil. Ist kürzer. Die Zuglinie geht halt quer durch. Direkt durch, ne? Wege führen einfach drumherum. Dann musst du über so. Hier kam ein Pferd. Ach, ich muss noch diese doofe Errungenschaft machen. Ja, geht nochmal. Die zweite können wir dann nehmen. Oder. Ach, ich will ja hier hin erstmal das Pferd holen dann. Ja, die zweite Abzeigung. Was haben wir hier? Wow! Da kommt nämlich schon ein weiterer Zug, aber wir können einfach umreiten. Ich hoffe, wir kriegen das Pferd. Schade, dass ich keine habe. Ich meine, ich will es haben. So, jetzt wäre das eigentlich die Stelle. Aber ich kann eigentlich auch hier lang reiten. Da noch ein Fluss drüber. Ach, ist eigentlich auch egal. Komm. Ja, fährt. Ich würde gerne auf die Straße. Pass einfach vor ihm sich zum sichersten. Da ist irgendwas. Gut, jetzt kann man vermuten, wenn es kein Gegner ist, wir wissen, wer es ist. So. Wie viel Grad haben wir denn hier? Oh, ein Grad noch. Klingt ganz schön kalt. Ja, finde ich gut, dass dieser klassische Fluss eigentlich hier ist. Den man so gefühlt in jedem Quest dann sieht, wo Gold gesucht wird. Oh, was halt die schlechteste, ne? Sollte vielleicht aufhören, direkt nochmal aufzunehmen. Bin ich nicht so müde.
aber ich konnte einfach nicht wieder schlafen. Das kann er nicht, oder? Ja, du bist noch ein Pitybulle. Ich habe einmal bis jetzt gesehen, ne? Ja, bleib aber stehen, genau. Ist okay. Ich tue hier gar nichts. Ich laufe nur hier lang. Mit Licht komme ich. Minus 3 geht's. Wird noch nicht kalt. Interessant. Ich möchte mal, wie lange das dauert, bis mir kalt wird. Weil ich meine, wir haben nur ein Hemd an, ne? Und eine Weste, ja. Das ist da schon eine Weste, ne? Alles dünn, ja. Sonst was. That's my boy. That's my boy. Was sind denn da so unterwegs, ne? Etwa 17 Minuten brauchen wir, kann man das ja glaube ich locker, die Hälfte Zeit schaffen, locker. Ach ja, hier war ja eure Member. Ja. Das schöne Ding. Ja. Yeah. Unser Pferd ist gerade geöffnet. Ist mir immer noch nicht kalt. Ja, minus 10 Grad und mir ist immer noch nicht kalt. Jetzt mich irgendwie verarschen spielen. Minus 13 Grad, mir ist immer noch nicht kalt. Ah, jetzt endlich. Ich wollte schon sagen, ey. Easy. Yep. So. Ich hab ja sonst keinen Tod. Stay back! Ganz ruhig, Pferdchen. Onkel 4 macht das schon hier. So. Ja, ich war klar, es ist nur schlechtes Fell, ist aber ey, wir kriegen da das Fleisch und alles. Deswegen, das haben wir wichtiger. Natürlich war das Geballer jetzt natürlich nicht sehr aufwertend oder vertrauenserweckend für meinen. Pferd, was ich mir holen will hier. Wenn ich mir so gucke, ich sehe sowieso kein Pferd. Ich bezweifle einfach mal, dass wir es jetzt kriegen werden. Ich muss aber echt erst noch in der Story weiter vorankommen. Obwohl es einfach so gut getan hat, dass du es da drin siehst. Kann natürlich auch sein. Wenn man es so umguckt, hier ist ja echt gar nichts. Mal links wünschen, das Pferd zu kriegen. Da ist er. Er steht einfach da. Hey, you okay? Hey, wait, where are you going? No, no, wait. Hey, come back. Whoa, whoa, wait. Hey, stop. Boy. Oh, das hätte jetzt verärgert. Scheiße. Hey, wait, where you going? No, no, stay here. No, no, wait. Hey, stop. No, no, stay here. Dann muss ich auch schon ein Pferd gehen. Schau mal, vielleicht scheuch das Pferd ist hier. Ich hab mir bleibt mal irgendwie stehen. Okay, easy. Okay. I ain't gonna hurt you. Easy now. It's okay.
Nein. Dummes Teil. Ja, er steht doch nicht auf. War das knapp. So. Strong Body. Stay calm. Easy now. Ganz ruhig. Na, darfst du streiten? Go easy. Alles klar. Stay calm now. See? Oh je. Easy. Good girl. Also es hört jetzt zu drücken. Hey. Wir haben es geschafft. Geile Matiko. Ah. Geile Matiko. Kann ich ihn jetzt als Pferd dann benutzen? Das ist natürlich cool. Sattel abnehmen. Let's lighten the load here, boy. Erstmal also schön den Kacken, alles klar. So. Aufsatteln. Aufsatteln. Zack. Sehr schön. Yep. Yep. Gut, alles gemacht. Jetzt haben wir den Araber. Nice. Erstmal speichern. Es scheint aber schon ziemlich wild zu sein. So. Wir haben ihn endlich. Jawohl. Leute, wir haben ihn Araber. So. Dann gucken wir mal auf die Karte, denn wir wollten ja eigentlich den hier noch machen, ne? Dann wäre echt gut dabei. Alright, girl. Ich war verdammt gut dabei. Dann haben wir unsere vier Pferde. Yeah, good girl. Yeah, good girl. Der weiß aber. Einmaliges yep. Pferd. Yeah. Here we go. Hey, you're okay, girl. You're okay, girl. Wunderschönes Pferd. Oh, geil. Finde ich cool. Easy girl. Easy girl. Okay, girl. Kann das Pferd ja mal füttern, ne? Vielleicht. Ihr nimmst den Haarer Platz hin. Mein Pferd denkt jetzt auch so wie dir wird, der wird gefüttert. Das werde ich nie gefüttert. Da wird auch einfach jetzt mal hier den Weg lang. Ist da eigentlich vielleicht noch was versteckt? Muss ich mal auf der Karte schauen. Ja, yeah, you're alright, girl. Bin mal fertig. Ja. Ich will dich natürlich auch behalten, weil du bist ja mein vertrautes Pferd. Quack, quack. So. Kannst du auch schneller? Ja, aber. Snows. There, girl. Whoa, back. Mein Pferd steckt fest. Ah, wenn ich auf dem Pferd sitze, kann ich das andere Pferd nicht rufen. Auch gut zu wissen. So, die endlos weiße Schnees. auf der Seite. Jetzt dafür eben zu wechseln. That's a good girl. So. There. So, eigentlich. Gleich da sein. Machen wir das heute auch noch. Ganz ruhig, Bruno. Easy there. Easy.
das? So ein Wapiti, oder? Ja. Sprach. Was ist denn das? Was ist das? Einfach nur ein Stein, okay. Ich bräuchte einen Elch. Schönen Elch bräuchte ich. Okay. Easy, easy. Ja, dann schauen wir mal. Sieht aber ein bisschen anders aus, irgendwie. Wir nehmen mal vorsichtig aber die Waffe mit. Oh, eine neue Bande. An meiner Seite bin ich beschossen, oder? Und trotzdem. Ach so, nix weiter. Ich hab nur ein paar Gangster abgeknallt. Ich bin ja ein netter Kerl. Ich helfe immer gerne den Leuten. Okay, nix Interessantes. Das ist eine Schatulle. Schauen wir mal da rein. Flintenmunition, ne, danke. Oh, den Typen will ich noch plündern. So, zwei Pferde von mir. So. Ist hier im Schnee gibt es auch noch irgendwelche Banden? Scheinbar. Hm. Naja, egal. Wir gehen hier hin. Und reden mit dem Typen. Who's that? Flacco Hernandez? You in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you. About Boy Calloway? I'm unarmed. King Galloway. I just want to talk about Boy Calloway. Sure. Here's your message. Alles klar, er springt zur Seite. Damit hätte ich erstmal rechnen müssen. Okay, einen Kontrollpunkt neu starten. Oh lol, ich hab zu weit nach vorne gezielt. Vor allem das Geile ist einfach, dass er dann einfach mitgeht. Ich mag diese Sachen nicht. Schon wieder nicht getroffen, hä? Ich kann ihn nicht treffen. Kontrollpunkt überspringen, nein, ich will den schon machen. Schon wieder. Schon wieder erzielt ein. Ist es. Ich will auch so ein scheiß Schild ziehen. Aber ich kann nicht, weil das Spiel sagt, oh, du zielst einfach noch vor ihm. Ich hab ihn noch getroffen. Jetzt hat es bei jemandem geklappt. Wer hat einen Revolver? Plündern kann ich nicht. Ja. Hallo, dreht sich um. Was, ich kann jetzt nochmal looten? Lol. Sie sind einfach nochmal neu aufgelegt worden. Ach, jetzt kann ich noch looten. Ja, Mission. Wahrscheinlich sterbe nicht oder so. Aber was soll ich machen? Es ist manchmal sehr. Da haben wir mal Kacke gemacht. Die kann man nicht rein.
Oder doch, komm doch. Ah, ich dachte, wenn ich das Fenster gucken könnte, kann ich nicht rein. Na gut. Bis hier noch weniger drin. Oh, Premium-Zigaretten. Sehr schön. So. Das ist eine Schatulle. AG-Munition, aber auch nichts, was wir brauchen. Sag ich mal. Schade eigentlich. So, die haben wir schon. Dann machen wir die schon noch fertig. Fertig. Nehmen wir den alles mit. Oh, schön, dass ich nochmal looten darf. Doppelter Loot ist schön, vor allem zum Mini und so. Zack, zack. Ich möchte meine Pferde mal zurück in den Stall bringen. Ich würde ja gerne die Tasche da so kontrollieren, ja, ne? Aber es scheint nicht zu funktionieren. Was steht da eigentlich noch? Oh, Dosen Gemüse. Okay. Ein bisschen Dosen Gemüse muss sein. Hast du gerade den gekackt, Fett? Ja. So, da kommst du auch mit. So, jetzt habe ich seinen Revolver hier, Gangers. So, alle Revolver habe ich. Gut, dann würde ich sagen, ich muss zum nächsten Stall. Hm, hier war noch so ein Stall, ne? Ne, eine Poststation, nächsten Stall. Das müssen hier hin. Zack, ist ein gutes Stück. Also mache ich dann offscreen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. People now, we're burning now. So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken. I won't never be nothing, ain't that something? I've risen from the bottom, I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name, we similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name. Right now, I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now, but won't ever let you down. Won't let you down, down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Giving it every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit, yeah, that's right, I done had it. Real all the time, if you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now, I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the vibe, feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Between our streets,
We're broken people now.